Diagnose Aneurysma. Der 65-jährige Detlef Tabert aus Pasewalk hat eine stark vergrößerte Bauchschlagader. Eine Zeitbombe. Denn wenn sie sich weiter ausdehnt, könnte sie platzen. Im letzten Jahr wurde dann eben festgestellt, dass das Metma rapide zugenommen hat. Wir sind dann bis auf 6 cm groß gewesen. Und Länge und 4 cm Durchmesser. Und da wurde mir dann schon ein bisschen komisch. Detlef Tabert hatte Glück, das Aneurysma wurde durch einen Zufall entdeckt. Denn in den meisten Fällen verursacht diese Erweiterung der Bauchschlagader keine Beschwerden. Betroffen sind allerdings viele Menschen. Männer sind deutlich häufiger betroffen als Frauen, so im Verhältnis von 1:9. Und wir gehen davon aus, dass etwa 2 bis 9% der Bevölkerung ab 65. Lebensjahr so etwas hat. Eine Operation soll das Risiko für Detlef Tabert beseitigen. Seit rund 10 Jahren können Patienten in der Asklepios-Klinik Pasewalk mit dem interventionellen Verfahren behandelt werden. Ein Eingriff mit geringen Nebenwirkungen. Der große Vorteil für die Patienten bei dem interventionellen Verfahren ist, dass es natürlich ein viel kleinerer Eingriff ist. Er hat viel weniger Schmerzen, der Krankenhausaufenthalt ist deutlich geringer und er kann sehr viel schneller mobil und kann wieder seinem normalen Leben nachgehen. Es ist auch so, dass natürlich die Sterblichkeit bei solchen Eingriffen, natürlich bei den interventionellen Verfahren, geht gegen Null. Und bei den großen Eingriffen hat das natürlich auch eine gewisse Sterblichkeit. Bei der konventionellen Operation wird der Bauchraum des Patienten komplett geöffnet und der betroffene Teil der Aorta entnommen. Beim interventionellen Verfahren werden lediglich mit 2 kleinen Schnitten die Arterien in den Leisten freigelegt. Über diese Arterien setzen die Chirurgen eine Prothese an die Stelle mit dem Aneurysma. Diese Prothese, ein sogenannter Stent, bewahrt die Aorta vor dem Platzen. Was man sehen kann, ist eben diese kleinen Widerhaken, in denen sich dieser Stent in dem Aorta festhält oder verfängt. Und dann eben wird die Aorta dort abgedichtet, damit der Blutstrom eben nur durch diesen Stent hindurchfließt. Das ist das sozusagen hier mit so einer Ummantelung. Hier sehen wir Metallgitter, die den aufhalten. Und damit kann das Aneurysma ausgeschaltet werden. Der Pasewalker Detlef Tabert kann sich in seiner Heimatstadt behandeln lassen. Keine Selbstverständlichkeit, denn dieser Eingriff ist nur in hochspezialisierten Kliniken möglich. Ich finde das schon sehr gut, dass wir diese Möglichkeiten auch im Pasewalk haben. Vor allen Dingen ist ja auch kurze Wege, ne, wenn wirklich was ist. Hier bin ich schnell. Bis Greifswald oder so, da müsste ein Hubschrauber kommen. Nach wenigen Tagen kann Detlef Tabert das Krankenhaus wieder verlassen. Er muss nun regelmäßig überprüfen lassen, ob mit seinem Stent alles in Ordnung ist. Abgesehen davon kann er ein ganz normales Leben führen.